So, ich habe mich in Adelheid ein bisschen aufgepowert. Ich habe, was heißt aufgepowert? Ich habe ein paar Dinge, paar Dinge entdeckt. Und zwar habe ich für den guten Jack eine neue Fähigkeit erlernt. Dann habe ich alle Kisten in diesen Elfentempeln geholt, die man nur mit dem, ja, Enterhaken erreichen konnte. Ich habe ein paar Zauber synthetisiert. Ja, und habe jetzt eigentlich erstmal alles gemacht, was ich im Moment machen möchte. Ja, das hier gelernt. Den werde ich allerdings zu gegebener Zeit freischalten, den Skill. Ich glaube, er heißt Void. Also das Nichts. Oder Void Slash oder whatever. Oh, Level Up, nice. Wir werden sehen, was sich uns offenbart. So. Unsere nächste Destination in diesem Spiel ist tatsächlich der dreieckige Turm. Oder dreisäulige Turm, I don't know. Wie man ihn aussprechen möchte. Ist allerdings die Frage, wo dieser Turm ist. So, hier wäre was zum Anlegen. Wir gucken mal hier hinten, ob es noch was. Ah ja, okay. Das Ding ist natürlich nicht zum Übersehen. Und da müssen wir wohl als nächstes hin. So wie ich es mir gedacht habe. Ja gut, die Viecher sind natürlich ein bisschen lästig, aber no problemo. Ja, ich sollte mich mal wieder heilen, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Hier, erstmal die Sirens ins Gesicht gebatscht, Alter. Weg mit euch. So, allerdings möchte ich. Okay, hier geht's nicht weiter. Allerdings möchte ich erstmal gucken, ob es vielleicht hier noch was gibt. Aha. Ja. Noch ein Crestgrave. Nice. Sehr gut. Jetzt möchte ich allerdings als erstes kurz da hinten anlegen. Ja, das Ding habe ich übrigens gesucht, weil ich gelesen habe, dass man es irgendwo im Osten findet. Deswegen habe ich jetzt explizit nach diesem Crest-Dingens gesucht. So, wir machen mal Angriff. Jetzt werden wir mal den Void oder whatever für einen Schlag austesten. Wir gucken mal. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Was ist passiert? Ha! Nö, die Gegner können blenden. Uah. Beziehungsweise Flash bedeutet, dass ich nicht mehr so leicht ausweichen kann. Ich verstehe. Habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß es gar nicht. Okay. Okay. Habe ich was gegen Flash? Gegen Flash? Ah ja, der Lichtpilz, okay. Das hat anscheinend nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum auch immer. Okay. Jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen quatschen. Okay, können wir unsere Namen ändern? Warum auch immer. Ich meine, ich könnte meine Party Rudi, Franz und Caroline nennen oder so. Keine Ahnung. Die Namen sind mir gerade spontan eingefallen. Nicht, dass ich diese Namen nicht irgendwie mag oder so, aber sie sind mir gerade eingefallen. So, was haben wir hier Schönes? Was? Abenteuerlustiger Captain eines Handelsschiffes sucht offenfreundig oder offenherzige Ladies 18 plus für... Okay, ja, der sucht kleine Mädels zum Vögeln, oder? Nett! Naja, wir haben eine dabei. So, warum funktioniert das nicht? Okay, wir machen Sonic Buster ins Gesicht, weil diese Siren geben wir schon mächtig auf den Keks. Mit dem scheiß Jella-Raub. Weg mit euch. Jawohl. Die XP geben sie auch gut, muss ich sagen. Also hier auf See könnte man tatsächlich doch gut leveln. Aber wir werden jetzt das, ja, Tri-Pillar. Drei Säulen. Den Turm der drei Säulen. Es gibt drei Wege. Kooperation und Vertrauen werden ihn zu einem werden lassen. Oh no. Ich denke, das zeigt uns, wie wir den Turm hochklettern. Das heißt, jeder von uns muss wohl separat an die Spitze gelangen. Oh no. Ich weiß, es hört sich gefährlich an, aber wir müssen uns aufteilen. Oh shit. So ein Dreck schon wieder. Okay, ich verstehe. Ja, wir fangen mal mit dem guten Jack an, würde ich sagen, und gehen mal hier rein. Ich, keine Ahnung, was das hier schon wieder soll. Aber wir werden es, denke ich, herausfinden. Das Gute ist, ich glaube, ich bin relativ gut gelevelt im Moment. Deswegen
Ja, okay. Habe ich nicht wirklich Angst davor. Aber gut, dass ich gerade dran gedacht habe, ich sollte mich ein bisschen aufheilen. Nice. So, jetzt gucken wir doch mal, dass er wieder so ein Teleporter-Scheiß wird hier. Auf jeden Fall gibt es Random Encounters. Wer hätte das auch nicht erwartet? Gegen Frau los wieder. Die kennen wir doch schon. Okay. Ja, jetzt im Moment bin ich tatsächlich froh, dass ich meine Party so ein bisschen gepusht habe. Abbämsen. Critical Hit ins Gesicht. Jawohl. Das Gute ist, ich kriege jetzt für jeden Charakter separate Erfahrungspunkte. Das ist natürlich... Okay, ist gar nichts. Ich muss da oben. Ist natürlich sehr nice. Es ist very nice. So, da war gar nichts, wie ich gesehen habe. Ich bin ja nicht blöd, ne? Manchmal zumindest nicht. Gremlin. What the fuck? Es ist ein lila Typ mit dem gelben Hut und einem riesen Schraubenschlüssel. Alles klar. Okay. Alles klar, Gremlin. Alles klar. Hau rein, Digga. Oh mein Gott, ich freue mich so, dass ich so stark bin. Das ist echt geil. Das ist echt fetter Shit, Alter. Ich weiß nicht, wie das hier alles sonst laufen würde. Haha, reingelegt. Die Kämpfe sind ziemlich nervig. Ach, was schön. Okay, dann haben wir wenigstens euch zwei weg. Mystoric Buster. Bim. Zweimal Zwetschge. Du bist gleich der nächste. Body Power Steel. What? Sieht sie mir schon wieder Tacos aus dem Geldbeutel. Was soll denn der Mist? Ich hab Hunger, ich möchte essen heute Abend. Lass mal den Tacos in Ruhe. Bam. Obwohl sie, glaube ich, eher Nachos sind, aber ist ja eigentlich auch egal. Nachos, Lachos. Ja gut, was soll ich sagen? Dieser Turm ist ziemlich ereignislos, also das ist schon ein bisschen Lash, muss ich sagen. Aber egal, wir werden uns trotzdem hier durchkämpfen. Boah, boah. Ich weiß zwar nicht, warum wir das tun müssen, aber... Okay. Ich denke, das Spiel wird mir adäquate Antwort geben, am Ende. Denke ich. Weil die Kämpfe gehen ja jetzt relativ schnell vonstatten, von dem her. No problemo. Digga, es bringt dir nichts, weil du volle Lebenspunkte hast. Also, das kannst du machen, bevor du kurz vorm Abnippeln bist, aber bei vollen Lebenspunkten kriegst du halt nun mal keine dazu. Es ist halt nicht so einfach. Ah, oh shit, das war eine Fake-Kacke. Alles klar. Voll in die Falle gedappt. Okay, das ist ein bisschen lästig, das Gebiet. Muss ich ja schon sagen. So, wir machen wieder Sonic Buster auf die zwei. Beam. Mhm. Kein Ding, Alter. Kein Ding. Beam. So, jetzt stelle man sich mal vor, ich wäre wieder, ich wäre voll die Lutschpuppe und so und wäre richtig schwach auf der Brust. Die Kämpfe würden Jahrhunderte dauern. Sorry Leute, aber das lohnt sich in keinster Weise. Oh, was haben wir hier? Okay. Ich denke mal, dass wir vielleicht mit allen drei Charakteren bis hier vorstoßen müssen. Das würde zumindest einiges erklären. Wir gehen mal hier nach oben. Ja, wir gehen mal hier rein. Guck mal, was der gute Rudy, was ihn erwartet. Außer ewig und drei Tage random Kämpfe. Oh, was haben wir hier Schönes drin? Naja, okay. Es lohnt sich eigentlich nicht wirklich, hier Kisten aufzumachen, außer es ist irgendwas Special-mäßiges drin, aber ansonsten... Ist es ansonsten sehr nicht mehr notwendig, möchte ich meinen. Okay, die gleichen Gegner kommen hier. Das ist schön. Können wir sie wenigstens aus dem Leben plästern. So, Gremlin, sag tschüss. Wow.
That's a fucking damage that you are making here. Ich meine, immerhin können wir hier so ein paar EXP farmen, das ist ja auch was Nettes. Aber ansonsten ist dieser Dungeon eigentlich schon wieder relativ sinnfrei, meines Empfindens. Weiß ich nicht, ich kann mich auch täuschen. So. Da war eine Statue, habe ich gesehen. Das kann sein, dass ich die vielleicht verschieben muss, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch nur zur Dekoration da. Lästige Gegner. Boah, das dauert immer. Alter, was ist los mit dir, Black Panther? Was ist los mit dir? Mein Black Panther war noch nie so cool, aber was soll der Mist? Du tust dich gerade selber ins Abseits kicken, Junge. Aha. Counterattack, nice. Das ist Schaden. Das ist Schaden, den ich sehr gerne sehe. So, jetzt gucken wir mal, wie wir was machen können. Nö. Ich kann es in meinem Kopf hören. Die Essenz von... ja, Mut oder so. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ist die ultimative Challenge für uns Schwertmeister. Fast Draw. Oh, okay. Das heißt, okay. Ach, leck mich, Alter. Das heißt, ich müsste mit ihm eigentlich diesen Weg gehen. Okay, jetzt möchte ich mal was probieren. Was passiert, wenn ich den Dungeon wieder verlasse? Ja. Okay. Das ist blöd. Da könnte er vielleicht einen neuen Angriff erlernen. Das wäre vielleicht ganz cool. Ja, ich weiß. Ist klar. Yo. Ja, nee. Hör auf. Ach, jetzt hör auf. Ja, ja, genau. Also, dann werden wir mit ihm diesen Weg gehen. So sei es. Habe ich natürlich nicht wissen können. Was machen wir eigentlich in diesem Dungeon? Ich weiß es gar nicht. Weil wir suchen immer noch die letzte Statue, aber... beziehungsweise, ja, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe mittlerweile ein bisschen abgeschaltet, muss ich sagen, bei der Story. Weil die Story ist natürlich bis jetzt noch nicht ganz so ausgeprägt, möchte ich meinen. Yo, schmeiß deinen Schlüssel ins Gesicht. Hier, kriegst du einen Konter ins Gesicht. Jawohl. Hier, schmeißt Kanonschraubenschlüssel ins Gesicht. Jawohl. Yes, level up. Sehr gut. Das ist immerhin ein sehr großer Vorteil. So, jetzt gucken wir mal, ob Jack hier was ausrichten kann. Challenge, so do you want to do it? Na klar. Oh, ist ein Kampf. What? Gegen was? Okay, was sollen diese Viecher jetzt? Ich würde das nicht wirklich Challenge nennen, aber okay. Bam, einmal hier aufgeräumt. Einmal durchrasiert. Und das war alles? Okay. Ist jetzt die Frage, muss ich jetzt gegen alle Gegner kämpfen oder muss ich vielleicht mein Fragezeichen-Skill anwenden? Naja, es funktioniert irgendwie nur nicht. Ich weiß nicht warum. Counterattack. Es kann aber auch sein, dass die mich hier vielleicht ein bisschen auf die Probe stellen möchten und as warrior, it's so to hold yourself up. Okay. Wir spielen das Spiel einfach mal mit. Vielleicht kommt am Ende irgendein super Gegner. Ist ein Critter. Was soll der Mill? Was soll der Mist? Das ist ein Gegner vom Anfang. Der macht nicht mal mehr Damage bei mir. Bam! Okay. Okay. Ich habe eine neue Fähigkeit erlernt. Das war einfach. Das war nicht wirklich eine Herausforderung. Selbst wenn ich mich nicht gebufft hätte mit meinen Status-Items, wäre dieser Kampf oder wären diese Kämpfe relativ unspektakulär gewesen, weil, wie gesagt, das sind Gegner vom Anfang des Spiels. Ja, danke. Oh, ist das ein fucking Labyrinth. Wir werden wieder sehr viel Zeit hier drin verbringen.
Aber als erstes möchte ich mal gucken, was ich denn gelernt habe. Hint from Statues Test, okay. Wir machen mal auf den Goblin, würde ich sagen. Okay. Irgendwie kann ich diese Fähigkeiten nicht freischalten. Ich weiß nicht, warum. Brauche ich vielleicht noch irgendwelche Art Hinweise? Ich meine, oder irgendwas muss vielleicht passieren, dass ich diese Fähigkeiten einsetzen kann? Naja, wir werden es früh genug herausfinden, glaube ich. So, jetzt gehen wir erstmal hier weiter, würde ich sagen. Denn dieser Dungeon suckt. Weil die Gegner einfach ziemlich lash sind hier. Weil es einfach keinen Sinn macht, dass man hier jetzt zu dritt separat hier hochlaufen muss. Es kostet nur Zeit und ja, eigentlich mehr nicht. Wow, krasser Typ, Alter. Krasser Typ. Mir ins Gesicht. Bäm. Jawohl. Ihr Bämsen. Ihr Bumsen. Bumsen. Okay, gut, dass ich hier mit Ding hingegangen bin. Mit Jack, weil anders wäre ich hier tatsächlich auch nicht weitergekommen. Beziehungsweise wäre nicht an die Kiste gekommen, sagen wir es mal so. Es ist auch ein bisschen gemein, dass man... Oh, ich hau ab, Alter. Ich hab obwohl, die geben gute EXP. Dass man rausfinden muss, mit wem man welchen Weg gehen muss. Ich meine, der erste Weg war relativ unspektakulär. Deswegen gehe ich davon aus, dass man den mit jedem Charakter x-beliebig gehen kann. Aber das ist halt... Hier geht es ja noch weiter nach oben. Oh, geheimes Zeichen, sehr gut. Was ist eigentlich meine Mission in diesem Turm? Ich weiß, ich muss nach oben, aber... Okay. What the fuck? Was soll ich sagen? Diese Kämpfe sind sowas von lästig, da fällt mir nichts mehr zu ein. Außerdem war gerade vor meinem Fenster irgendwie Party angesagt. So, ich werde jetzt erstmal nicht weiter nach oben gehen. Ich werde jetzt erstmal zu diesem blauen Schalterchen gehen, weil ich habe die Vermutung, dass man vielleicht mit jedem Charakter auf diesen blauen Schalter treten muss. Och Leute, ihr geht mir richtig auf den Zeiger. Verpisst euch doch mal, Jungs. Oh, und dann halten die auch noch so viel aus, diese Lappen. Ja, komm, lecken. Hier, du kriegst einen Sonic Buster ins Gesicht. Bäm. Meine Erfahrungspunkte geben die Viecher, ja, das muss man ihnen lassen.
aber mehr halt auch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Also. Also ich drehe mich, ich bleibe jetzt mal hier stehen. So, dann werde ich mal mit dem guten Rudy diesen Weg jetzt entlang gehen. Wir gucken mal, ob das vielleicht mehr Sinn macht. Dieser Dungeon macht keinen Sinn. Was soll denn der Müll? Ich sollte vielleicht meine Aufnahmezeiten überdenken. Ihr müsst wissen, in meinem Innenhof, also da wo mein Haus steht, ne? Da wo das Haus steht, wo ich wohne, in dem Innenhof ist quasi eine kleine Autowerkstatt. Und die haben quasi ihre Müllcontainer direkt neben meinen Fenstern. Warum auch immer. Deswegen machen die ab und zu mal ein bisschen Radau, ne? Bäm! Weil die machen immer Weitwurf mit ihren Schrottteilen. Weitwurf schmeißen in den Container. Ist natürlich lästig, wenn es morgens um 7 ist samstags, aber ist halt so, ne? So, deswegen bin ich vereinzelt mal ein bisschen still, weil ich halt auch ein bisschen Fenster aufhaben möchte, um ein bisschen frische Luft reinzubekommen. Aber die schmeißen halt gerade, wahrscheinlich weil es zum Feierabend hingeht, schmeißen die da ihren ganzen Scheißdreck rein. Was ein bisschen lästig ist. Also diese Gegner, die gehen mir richtig auf den Zeiger hier. Dieser Dungeon geht mir richtig auf die Nüsse. Ja, geht kacken, Alter. Was wollt ihr eigentlich? Was ist die Mission hier drin? Was gibt es hier irgendwas, was ich nicht weiß, dass es hier gibt? Oder was soll der Dreck? Okay, wir sind wohl hier, aber ich werde als erstes mal hier reingehen, weil da ist ja eine Kiste. Ja, klar, es ist der falsche Weg, natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Ja, komm, ciao. So ein langweiliger Dungeon, Alter. Okay, ich werde ab heute Kisten ignorieren. Ich meine, nein, werde ich nicht, weil man weiß nie, was kommt, aber es kann auch sein, da ist was Geiles drin. So. Okay. Gut, dann werde ich jetzt mal mit der guten Cecilia mal auf den dritten Schalter dappen und mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann war alles umsonst. Alles für den Nippes. So. Das juckt mich nicht. Wir werden direkt uns hier nach oben jumpen. Jawohl. Sogar ohne Kampf finde ich gut. Dafür wird der Kampf jetzt kommen. Ja. Ja gut, Cecilia ist eigentlich auch, die kann eigentlich auch relativ gut auf sich alleine aufpassen. Ich werde jetzt mal Blast einsetzen, mal gucken, ob das irgendeinen annehmbaren Schaden macht bei diesen Heslons. Naja. Oh shit. Ich habe vergessen, sie zu heilen. Oh shit. Nein, das Risiko ist mir zu groß, ehrlich gesagt. Nee, nee. Ich habe überlegt, ob ich jetzt vielleicht nochmal blasten soll, aber wie gesagt, das ist mir doch ein bisschen too risky.
Yo, komm, Analverkehr. Her damit. Counterattack. Ah! Okay, ihr physischer Angriff macht deutlich mehr Schaden wie ihre magischen Fertigkeiten, von dem her werden wir einfach mal BÄM! Zumindest bei diesen Gegnern. Jawohl! Ich frage mich trotzdem, was dieser Dungeon hier soll. Ich meine, das macht keinen Sinn. Ich weiß, das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, aber das macht einfach keinen Sinn. Yay, zwei Frauen los. Okay, egal, wir greifen an. Cecilia ist ja nicht gut Kirschen essen, was den physischen Angriff angeht, von dem her BM. Ja, ja, komm. Alles no problemo. Alles no. Warum kommt der jetzt schon wieder vor mir dran? Egal, kriegst einen Konter ins Gesicht. Ja, perfekto, Mat. Hajoa. Läuft alles, wenn man will. Nee, das war der falsche Weg. Oh Gott. So ein Affenscheißhaufen hier. Das ist ein Haufen von scheißenden Affen. Jawohl. Ja, ich versuche es gar nicht abzuhauen, weil es wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Ja, nee, ist klar. Ja, okay. Gleich den gleichen Fehler gemacht wie vorhin mit Jack. Jack! Oh, schön, wir sind da. Das ist gut, weil... Es reicht jetzt auch mal langsam. Ja, komm. Ja, was soll ich sagen? Die Kämpfe sind einfach nicht spannend. Der Dungeon ist nicht spannend. Bäm! Wahrscheinlich ist das ganze Spiel nicht spannend. Aber ich muss sagen, ich spiele das Spiel aber sehr gerne, weil es doch sehr viel optionales Stuff gibt. Was man auch erst später machen kann. Ja, und jetzt? Was erhoffst du jetzt dadurch? Arg viel Schaden, mehr wirst du mir auch nicht machen. Ja, ist kein Problem. Das nehme ich gern in Kauf. So, da sind wir auch schon. Also, jetzt gucken wir mal, was passiert. Es passiert gar nichts. What? Was soll der Dreck? Hä? Was soll der Dreck? Okay, dann werde ich mal mit Rudy weiter voranschreiten, weil dann kann es sein, dass ich vielleicht doch weiter nach oben muss. Bevor irgendwas passiert. Ich meine, hätte mich auch gewundert, wenn das alles gewesen wäre. Ich meine, hallo. Oh, ne. Tafel. Drei Tafeln. Speicherpunkt. Den nehme ich doch gern. Ha! Ich denke mal, dass ich mit allen drei Charakteren hier oben... Ich habe keine Ahnung, was ich denke. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich bin einfach nur dumm. Ich verstehe es nicht. So, gucken wir mal. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Das goldene Biest hält den Song des blauen Herzens. Okay. Das ist auf meine blauen Haare. Hast du mich wegen meinen blauen Haaren gemobbt? Die blaue Tür wird sich öffnen, wenn drei Lichter sich treffen. Okay. Hinter der Tür liegt der Steingigant. Okay, er wartet aufs blaue Herz. Alles klar. Ist hier etwa ein weiterer Golem versteckt? Okay. Hier ist nochmal ein Schalter, kennen wir. Gucken mal, was der bringt. Wahrscheinlich die Tür geöffnet. Dann gucken wir mal, was in der Kiste ist hier. Nö, Digga, dich hau ich gleich mal aus dem Leben. Bäm! Jawohl! Hajo! 12-14, schöner Schaden. Weg mit dir.
So, was haben wir hier Schönes? Ach, ich sollte es wirklich lassen mit diesen Kisten. Okay, die Tür ist auf. Das ist schon mal sehr nice. Trotzdem frage ich mich, für was ist diese drei blauen Schalter... Ach Gott! Für was diese drei blauen Schalter sind. Ha! Was zum Teufel? Ein Fiend? Ein Feind? Okay, ein Dämon. Stardust. Alter, ich hab's Gefühl, der fickt mich jetzt gleich. Ja, okay, das ist das gleiche wie Blast. Also, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, mein Freund. Bam! Nur, dass du Stardust genannt hast. Geh kacken, Alter. Yeah, level up! Level pop! Also, diese Schalterplatzierung, das ist doch Bullshit, Alter. Wenn ich wenigstens da runterjumpen könnte, aber nein, ich darf nicht mal das tun. Ich muss den ganzen fucking Weg außen rumlaufen und zigtausendmal gegen irgendwelche Lappenviecher kämpfen. Also langsam nervt's mich wirklich. Raidbuster. Ne, ist klar. Okay, keine Ahnung, was dem seine Mission war, aber er hat sie nicht erfüllt. So, dann gucken wir mal. Oh. Okay, ich habe eine Vermutung, was hier abgeht. Ich möchte sie eigentlich nicht äußern, aber ich habe eine Vermutung. Und zwar, wir müssen jetzt mit jedem Charakter ganz nach oben die blaue Kugel anditschen und dann müssen wir wahrscheinlich mit jedem Charakter wieder runter, damit wir die auf die drei blauen Schalter drücken. Das wird irgendwie das Richtreff reflektieren auf die blaue Tür, whatever, und dann öffnet sich wahrscheinlich die Tür. Stimmt's oder ist es so? Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Plan ist hier. Falls dem so ist, ist es ein ziemlich beschissener Plan. Weil dieser Dungeon sucked like cock, Alter. Oh hey, Sonic Buster ins Gesicht. Ihr werdet wahrscheinlich nicht sterben dadurch, aber... Naja. Ist ja jetzt nicht so, dass die Viecher 400 Schaden machen würden oder so. Ha, das wäre krass. So, ich mach nochmal einen Sonic Buster ins Gesicht und dann dürftet ihr eigentlich weg vom Fenster sein. Beam! Jawohl! Boah, 4.500 EXP, Alter. Alter Shit. Hier könnte man tatsächlich jeden einzelnen Charakter gut leveln, aber das möchte ich eigentlich nicht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Zumindest im Moment noch nicht. Okay. Ach ja, Handpan. Das habe ich mir gerade gedacht. Hä? Das muss ich jetzt schon wieder machen. Ich vergesse nämlich die ganze Zeit, dass ich Handpan in der Gruppe habe. Wir machen Psycho Crack auf dich. In der Hoffnung, dass du weg vom Fenster bist. Nö, nee, ist er nicht. Ja, dann kann ich auch gleich normal angreifen. Ich muss halt sagen, die Gegner machen schon verhältnismäßig viel Schaden und sie sind schneller wie ich, was durchaus zu meinem Ungunsten verlaufen könnte. So, und dann sollte ich, glaube ich, das andere Viech aus dem Leben klatschen. Oh ja, sehr gut, Counter-Attack. Perfekt. So, und ich glaube, dem Typ haue ich jetzt mal einen Meteor-Dive ins Gesicht. Ja, das mache ich so. Ja, ja, komm, leck mich. Oh, er macht einen Counter, sehr schön. Reicht aber noch nicht, deswegen gibt's Meteor Dive. Bäm. Das ist Schaden. Schon wieder 4000 EXP. Wow. Finde ich echt gut, muss ich sagen. So, Handpan. Perfekt. Einmal Heilung, bitte. Falsche Tür. Gott, ist das lästig, Alter. Oh, wir haben es geschafft, sehr nice. Bam, einmal. Ah ne, wir müssen hier stehen bleiben, sonst gehen die Lichter aus. Okay. Sonst gehen die Lichtlein aus und das wollen wir auf keinen Fall. So, ich muss auch mit ihr jetzt noch weiter nach oben und dann gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Hier ging's lang.
Ja. Upsala. Hätte man es jetzt noch ganz krass gemacht, dann hätte man mit jedem einzelnen Charakter noch einen richtig krassen Bossfight reinplatzieren können. Och, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Boah. Was kann ich denn hier alles? Naja, das macht halt alles nicht wirklich Schaden, ne? Das ist halt das Problem. Wir machen mal Blast auf euch zwei. Vielleicht sind die beiden wenigstens... Oh, fuck, Alter, ich habe mich wieder nicht geheilt, Mann. Na egal, einer ist zumindest schon mal weg. Und dann sollte ich unbedingt heilen. Oh shit, Alter. Tun sie noch meine Ver... Oh oh. Das könnte in der Tat ins Auge gehen. Oh shit, Alter. Das macht ja gar keinen Schaden. Oh nein. Oh, sehr gut. Wow, ich hab Glück gehabt. So, jetzt aber schleunigst Heilung. Schleunigst eine Potion Berry auf mich schmeißen. Och, bitte, komm. Ja. Sehr gut, schön hast du es gemacht. Heilung, danke. Jetzt habe ich doch gerade ein bisschen Muffensausen bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Die hat eine sehr hohe Konterrate, muss ich sagen. Also das finde ich eigentlich ziemlich geil. Sie kontert auf fast jedem Angriff. Finde ich gut. Finde ich echt gut. So, jetzt hauen weg aus dem Leben, Alter. Hau weg den Dreck. Bam. Sauber. So, was haben wir hier Schönes? Ja, Potion Berry brauche ich nicht. Bam. Och nö. Das Ding ist, Alter, sie hat halt echt noch keine starken Zauber. Das ist ein bisschen lästig, wenn ich ehrlich bin. Aber sie kontert halt dafür sehr oft. Was ich ziemlich gut finde. Weg mit ihr. So, jetzt seid nur noch ihr zwei Schmalspurstreifen da. Okay, sie kontert echt nach jedem verfickten Angriff. Fast. Ach, das war der falsche. Ach, egal. Jawohl! Peace, Bro! So. Spüre den Tod meines Stabes. Jawohl! Oh yeah, Baby. Cecilia, you are my girl. Level up. Nice. So, jetzt aber zack ich hier raus, Alter. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf auf den Scheiß hier. Also, so einen lästigen Dungeon habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, wo ist der Schalter jetzt? Ja, toll, danke. Das ist so wundervoll. Ich kann mich kaum halten. Also dieses Video war geprägt von... Boah, Langeweile und nervigen Dungeons. Ja, egal. Wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.